Ha, Lielo. Hier nochmal ein kurzer Tipp, ne? Auf meiner Startseite, auf meiner Kanalstartseite habe ich ja gesagt, es gibt immer Alternativen zu bestimmten Windows-Programmen. Und hier habe ich eine schöne Seite gefunden, Alternative zu, ne? Alternative to. Zum Beispiel sucht ihr jetzt eine Alternative zu einem Programm, das ihr unter Windows kennt, wollt es aber unter Linux nutzen. Nun, CAD zum Beispiel, ne? Computer Aided Design. Da könnte ich mal gucken, ne? Da finden wir Sachen, die wir schon kennen. AutoCAD ist ne? Für Mac, Windows und so weiter. Und wir suchen dann zum Beispiel nach Linux. Da gibt es dann 12 Alternativen. Und da gibt es dann zum Beispiel Draft Site. FreeCAD habe ich schon mal gezeigt. Draft Site. Und da könnte man sich das mal angucken. Ne? Man wäre so im Leben nicht auf diesen Namen vielleicht gekommen. Ne? Und das Ganze von SolidWorks, auch eine bekannte Firma aus dem CAD-Bereich, für 2D. Ne? Gut, ne? Da kann man da hin, kann man dem Link folgen zur Webseite, ne? Wenn man jetzt eine Alternative sucht und kann sich das dann direkt runterladen. Es gibt dann, wie gesagt, auch dann unter anderem für Ubuntu. Ne? Und so kann man dann auf Anwendungen kommen, auf die man sonst im Leben nicht gekommen wäre. Nun, habe ich mir runtergeladen. Das ist eine 32-Bit-Version. Deshalb habe ich hier mein Ubuntu 1310 32-Bit mal gestartet. In meinem Download-Ordner gab es dann diese DEP-Datei. Die habe ich installiert mit sudo dpkg-i draft-site DEP. Na, warum so installiert? Weil es anders nicht ging. So, das macht ja nichts. Kommt man ja ganz schnell, ne? Gut, da muss man sich registrieren. Ja, neue Adresse, nicht nochmal, das habe ich schon gemacht. Und kommt also auf ein Programm, das zum Beispiel auch speichern unter als DWG-Datei. Was speichern kann, da habe ich zum Beispiel schon mal was gemacht mit dem Programmelchen. Ne? DWG-Datei, das ist immer so eine Sache für sich. Hier auch mit schöner Vorschau. Ne? Also kennt man schon so ein bisschen aus dem professionellen Bereich. Öffnen. Und plötzlich habe ich ein Programm aus dem mehr oder weniger professionellen Bereich, auf das ich vielleicht gar nicht gekommen wäre, das dann auch für Linux gibt. Nun könnte ich zunächst natürlich auch erstmal unter Windows testen, wenn ich damit zurechtkomme, kann ich es unter Linux dann benutzen. Wunderbar, finde ich gut. Kann man sich erstmal mit beschäftigen, ein bisschen mit lernen. Ich habe mal ein bisschen rumprobiert, wie das alles so geht. Ne? Bemaßung habe ich mal gemacht, Spline-Abbruchlinie, Text geschrieben, eine Schraffur gemacht. Geht alles wunderbar. Kann DWG-Dateien öffnen und schreiben. Ne? Hier muss man dann öfters mal mit Escape arbeiten, auf die Texte hier unten achten, wo einem angegeben wird, was man machen muss. Wunderbar. Kann man wunderbar mitarbeiten, eine Linie zeichnen von da nach da und damit mit Enter wieder abbrechen. Ne? Oder hier gibt es dann so kleine Symbolchen, was löschen, Klick und Enter und hat das Ding weg. Also eingängige professionelle Software, 2D-Bereich. Ne? Also wirklich schon nah dran an einem Programm, wo man sonst ein paar tausend Euro zahlen müsste. Ne? Und DWG-Format, die Formate, die sich speziell in dem Bereich durchgesetzt haben, gibt es da auch. Könnt ihr mal durchtesten. Ne? Schriften, da kann man was schreiben. Von da bis da. So und quer. Test. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. So leid mit freundlichen Grüßen und tschüss.